Blitze sind ein faszinierendes Naturschauspiel. Doch sie sind auch gefährlich. Immer wieder werden Menschen vom Blitz getroffen. Wie im August 2006, als am Flugplatz in Hangela der Blitz in eine Menschengruppe trifft. Wie Blitze entstehen, das erforschen Wissenschaftler mit spektakulären Experimenten. Und dabei machen sie erstaunliche Entdeckungen. Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie bei uns sind. In der heutigen Sendung werden wir es gewaltig blitzen lassen. Dieser Generator hier erzeugt Spannungen von etwa 500.000 Volt. Und wie es aussieht, wenn wir ihn einschalten, das sehen Sie jetzt. Man sieht, selbst unsere Studiotechnik wird dabei in Mitleidenschaft gezogen. Es ist richtig laut. Nun, Blitze selber lieben leitende Gegenstände, so wie zum Beispiel dieser Regenschirm hier. Der Blitz hat mich dennoch nicht erschlagen und das hängt damit zusammen, dass wir diesen Regenschirm hier geerdet haben. Sonst wäre die Sendung mit Sicherheit vorbei. Nun, normale Blitze haben Stromstärken von bis zu 400.000 Ampere. Und in der Natur sind sie sehr gefährlich. Für die Wissenschaft sind sie immer noch ein Geheimnis. Doch langsam kommt man dem Rätsel auf die Spur. Blitze sind und bleiben ein faszinierendes Naturphänomen. Blitze hinterlassen manchmal auch interessante Spuren, so wie dieser sogenannte Fulgurit. Hier oben ist der Blitz eingeschlagen. Dieses Fundstück stammt aus der Nähe von Aachen und es entsteht nun genau dadurch, dass ein Blitzschlag im sandigen Boden dazu führt, dass extrem viel Wärme entsteht. Also der Sand wird zum Schmelzen gebracht und beim raschen Abkühlen entsteht dann Quarzglas. Und solche Fulgurite, wie sie heißen, die versuchen wir auch mal hier im Studio herzustellen. Also statt Blitz haben wir hier zwei Elektroden, dazwischen Sand. Und jetzt geben wir ordentlich Spannung drauf. Und Sie achten drauf, was passiert. Jetzt. Es dauert ein bisschen. Und wenn man nun genau hinschaut, und genau das tun dann auch die Menschen, die solche Fulgurite aufspüren. Die müssen im Sand graben. Und schauen Sie mal, so sieht das Gebilde aus Quarzglas dann aus. Nun, hier im Studioexperiment sind die Blitze natürlich klein. Die Spannungen, die sich in der freien Natur entladen, können um ein Vielfaches höher sein. Und diese enormen Spannungen, die kommen durch ein sehr einfaches Prinzip zustande, nämlich durch Reibung. Von der Sonne aufgeheizt, steigt warme, feuchte Luft nach oben. Dabei kühlt sie ab und kleine Wassertropfen bilden sich. Eine Wolke entsteht und türmt sich bis zu 14 Kilometer auf. Dort oben ist es frostig kalt, minus 65 Grad, während es am Boden 25 Grad warm ist. In der Wolke bewegen sich jetzt Wassertropfen, Eiskristalle und Graupelteilchen. Die schwereren Graupelteilchen fallen nach unten und stoßen mit den aufsteigenden Eiskristallen zusammen. Dadurch laden sich die Graupelteilchen negativ, die Eiskristalle positiv auf. Das geschieht, solange die Temperatur kälter ist als minus 15 Grad. Einige Kilometer weiter unten ist es wärmer und die Ladungsverteilung dreht sich um. Die Graupelteilchen werden jetzt positiv und das Eis negativ aufgeladen. In der Wolke entsteht so eine Art Sandwich-Struktur aus positiver und negativer Ladung. Irgendwann hat sich eine so große Spannung aufgebaut, dass sogar die Luft elektrisch leitend wird und es blitzt. Ausgelöst wird der Blitz durch eine Lawine aus negativ geladenen Elektronen, die einen wenige Millimeter dicken Schlauch bilden. Das ist der Leitblitz. Er bewegt sich auf einem Zickzackkurs mit vielen Verzweigungen nach unten. Das typische Bild eines Blitzes entsteht.
Ist er bis auf wenige hundert Meter an den Boden herangekommen, wachsen ihm von hohen Objekten aus positive Fangentladungen entgegen. Die erste Fangentladung, die den Leitblitz erreicht, schließt den Stromkreis. Die Ladungen im Leitblitz rasen jetzt mit einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit nach unten. Die Luft erhitzt sich auf bis zu 30.000 Grad Celsius. Sie explodiert förmlich und es donnert. Nach dieser ersten Entladung können in Bruchteilen von Sekunden noch weitere folgen. Deshalb sieht es so aus, als würde der Blitz zucken. Wenn der Nachschub an warmer, feuchter Luft schließlich ausbleibt, löst sich die Gewitterwolke auf. Graupelteilchen, Eiskristalle und Wassertropfen stoßen also in der Wolke zusammen, reiben sich aneinander und genau dadurch kommt es dann zu einer Ladungstrennung. Und wenn sich die Spannung dann entlädt, dann blitzt es und dabei erhitzt sich die Luft schlagartig auf etwa 30.000 Grad. Sie dehnt sich also schlagartig aus und genau das ist dann der Donner. Nun, dieses Zusammenspiel aus Blitz und Donner macht es einfach abzuschätzen, in welcher Entfernung ein Blitz einschlägt. Hier im Studio können wir uns das mal per Trick vorstellen. Also da blitzt es, aber jetzt läuft alles 100 Mal langsamer ab. Noch hört man nichts, aber man sieht die Schallwelle auf uns zukommen. Erst wenn sie bei uns ist, hört man den Donner. Also nach der Methode kann man abschätzen, wie weit entfernt der Blitz eingeschlagen hat. Er schlägt ein. Der Schall bewegt sich mit etwa 330 Metern pro Sekunde. Also wenn er zum Beispiel 3 Sekunden braucht, bis wir den Donner hören, wissen wir, der Blitz hat in etwa in einem Kilometer eingeschlagen. Nun, dass Blitze etwas mit Elektrizität zu tun haben, das wusste man lange nicht. Einer der ersten war der amerikanische Politiker und Wissenschaftler Benjamin Franklin. 1752 hat er ein tolles Experiment gemacht, ein Klassiker. Und zwar ließ er einen Drachen aufsteigen mit einer leitenden Schnur in eine Gewitterwolke. Nun, diese Darstellung hier ist nicht ganz korrekt. Die hätte Benjamin Franklin nicht überlebt. Wichtig war, am leitenden Faden gab es einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel war wichtig, denn was Benjamin Franklin tatsächlich gemacht hat, war Folgendes. Er hatte eine zweite Schnur, also der Drachen hing so, und hielt nun diese leitende Schnur an den Schlüssel und beobachtete dabei elektrische Funken. Und das war der Nachweis, dass Blitze etwas mit Elektrizität zu tun haben. Nun, seitdem sind die Vorstellungen von dem, was in einer Gewitterwolke vor sich geht, deutlich besser geworden. Aber es ist interessant, die modernen Messgeräte und auch die Wissenschaftler erinnern irgendwie an die ersten Experimente von Benjamin Franklin. Go, go. Keep going. Keep going. Mit Hilfe eines Ballons wollen diese Forscher beobachten, wie Blitze entstehen. Direkt in den Wolken. Das ist gefährlich. Und manchmal frustrierend. Die Forscher müssen warten, bis ein Gewitter genau über ihnen ist. Und das auf einem 3000 Meter hohen Berg. Ein optimaler Einschlagspunkt. Sie hoffen so, das Geheimnis der Blitze zu lösen. Bisher glaubten die meisten Wissenschaftler Folgendes. In einer Gewitterwolke bauen sich oben und unten positive und in der Mitte negative Ladungen auf. Wenn die Spannung groß genug ist, entlädt sie sich über die Luft. Ein Blitz. So die Theorie. Aber die Untersuchung der Wolken zeigt, dass die Spannung zu klein ist, um einen Blitz zu verursachen. Trotz jahrzehntelanger Forschung konnte bisher niemand in einer Wolke ein elektrisches Feld messen, das annähernd groß genug wäre. Was ist da oben also wirklich los? In Florida gibt es einen spektakulären Weg, das herauszufinden. Die Forscher schießen Raketen mit Luftdruck in den Himmel, mehr als 600 Meter hoch. An der Rakete ist ein sehr langer Kupferdraht befestigt, der sich abrollt, wenn die Rakete nach oben fliegt. Das Ende des Drahtes ist an der Abschussrampe befestigt und damit geerdet. Der Draht ist der Weg, den der Blitz später nehmen soll. Okay, Casey, Tube 2 is armed. 3, 2, 1, fire.
In der Wolke löst der Draht einen Blitz aus. Bei seinem Einschlag treffen auf die Messgeräte am Boden über 100 Millionen Volt. 11, when ready. Tube 11 is armed. 3, 2, 1, fire. Mit den Raketen schaffen es die Forscher zum ersten Mal, immer und immer wieder unter kontrollierten Bedingungen Blitze zu erzeugen und sie zu untersuchen. Beste Voraussetzungen, um ihre neue Theorie zu überprüfen. Demnach sind es schnelle Elektronen, die den Blitz erzeugen. Weil sie so schnell sind, können sie auch bei geringer Spannung einen Blitz auslösen. Dabei entsteht Röntgenstrahlung. Wenn die Theorie stimmt, müssten die Forscher diese Strahlung messen können. Als wir damit anfingen, hätte ich nicht gedacht, dass wir Strahlung sehen werden. Aber bei der ersten Messung gab es eine schöne kleine Spitze, die genau wie Röntgenstrahlen aussah. Was für ein netter Zufall. Aber beim nächsten Blitzanschlag hatten wir einen noch größeren Ausschlag. Und beim übernächsten auch. Und wieder und wieder. Und jeder Einzelne sah eindeutig nach Röntgenstrahlen aus. Da wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Es sind also extrem schnelle Elektronen, die eine Lawine auslösen und so den Blitz erzeugen. Das Modell funktioniert, solange es auch nur ein Elektron gibt, das den Anfang macht, so wie der Finger, der die Dominosteine anstößt. Doch normalerweise gibt es in der Wolke keine schnellen Elektronen. Für Joe Dwyer ist die Quelle daher gar nicht die Wolke, noch nicht einmal die Erde, sondern kosmische Strahlung. Winzige Teilchen, ausgestoßen von sterbenden Sternen vor Millionen von Jahren. Wenn sie auf die Erdatmosphäre treffen, zerfallen sie. Und es entstehen unter anderem schnelle Elektronen. Die können dann die Lawine auslösen und es blitzt. Ihre Theorie wollen die Wissenschaftler diesmal mit einer Messung direkt in der Gewitterwolke überprüfen. Dort, wo die ersten schnellen Elektronen Röntgenstrahlen aussenden. Diesmal steigt der Ballon wie geplant mitten in das Gewitter. Und tatsächlich messen die Geräte Röntgenstrahlen direkt am Ursprungsort von Blitzen. Für die Wissenschaftler ein starkes Indiz, dass ihre Theorie stimmt. Ich finde die Vorstellung faszinierend. Kosmische Strahlung aus dem Weltraum, zum Beispiel von einem sterbenden Stern, löst hier auf der Erde Blitze aus. Und mit dieser tollen Maschine, einer sogenannten Influenzmaschine, kann man gut simulieren, wie ein Blitz entsteht. Es geht dabei, genau wie in der Wolke, zuerst um Ladungstrennung. Und hier zwischen diesen beiden Kugeln baut sich eine Spannung auf. Und wenn sie groß genug ist, dann springt der Funke über. Wenn ich die Kugeln jetzt ein bisschen weiter voneinander entferne, dann muss die Spannung höher sein, damit der Blitz überspringt. Und irgendwann ist der Abstand so groß, dass die Spannung nicht direkt ausreicht. Und jetzt kommt die kosmische Strahlung ins Spiel. Hier auf der Spitze befindet sich eine kleine radioaktive Quelle und die macht so etwas Ähnliches wie die kosmische Strahlung. Und zwar ionisiert sie die Luft, sie macht die Luft leitend. Und wenn ich die nun dazwischen bringe, dann springt der Funke über. Dann blitzt es. Das Phänomen Kugelblitz ist also bis heute wissenschaftlich nicht genau geklärt. Es ist selten, aber hier im Studio können wir Ihnen etwas Ähnliches wie einen Kugelblitz zeigen. Diese Anlage hat uns eine Max-Planck-Arbeitsgruppe der Humboldt-Universität in Berlin zur Verfügung gestellt. Und damit kann man nun hier sehr hohe Spannungen erzeugen. Und damit werden wir so etwas Ähnliches wie einen Kugelblitz hier in diesem Glas produzieren. Eine Spannung von etwa 5000 Volt ist dafür notwendig. Ströme so 60 bis 70 Ampere. Und so ist das Ganze aufgebaut. In dem Glas ist Wasser drin, unten eine Elektrode. Und die zweite, die befindet sich hier oben
eingefasst in so ein Keramikröhrchen. Es ragt so wenige Millimeter über dem Wasser hinaus. Also damit erzeugen wir eine Art Kugelblitz. Und damit wir es richtig schön sehen können, haben wir auch eine Hochgeschwindigkeitskamera. Die wird also eine super Zeitlupe dieser Bilder erzeugen. Und jetzt sind wir alle gespannt auf das Experiment. Hiermit kann ich es auslösen. Jetzt dimmen wir ein bisschen das Licht. Sie achten drauf. Ah, das hat so richtig gepufft. Aber das Ganze gucken wir uns jetzt noch einmal in der Super-Zeitlupe an. Zuerst einmal unsere Kameraaufnahmen. Da erkennt man eine Lichtwolke. Das Ganze geht vergleichsweise schnell. In der Super-Zeitlupe kann man es noch deutlicher sehen. Und zwar hier erkennt man, und Folgen sind das Verblüffende, diese Lichtwolke, die hält sich extrem lange, aus wissenschaftlicher Sicht, 300 Millisekunden. Und das ist erstaunlich, denn schon nach 100 Millisekunden ist die Energiezufuhr nicht mehr gegeben. Und genau dieses lange Nachleuchten, das beschäftigt die Wissenschaftler. Sie vermuten dabei, dass es sich um ein leuchtendes Plasma aus elektrisch angeregten Wassermolekülen handelt. Nun, bei Gewittern treten ähnliche Phänomene auf, also auch da kommt es zu einer Blitzentladung, auch da gibt es Wasser, also eine ähnliche Situation wie hier bei diesem Versuchsaufbau. Warum aber Kugelblitze nach Augenzeugenbeschreibungen zum Teil mehrere Sekunden überdauern können, ist immer noch ein Rätsel, aber wer weiß, vielleicht kommen ja die Berliner Wissenschaftler dahinter. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass wir normale Menschen von einem Blitz getroffen werden, liegt statistisch gesehen bei 1 zu 6 Millionen. Und als Laie hat man immer das Gefühl, es gibt Orte, da ist man sicherer, andere, da ist man unsicher. Also zum Beispiel hier oben auf einem Gebäude ist man doch eher gefährdet als zum Beispiel hier zwischen den hohen Gebäuden. Dort kann ja, meint man, nie der Blitz einschlagen. Aber das ist nicht der Fall. Ich möchte Ihnen das hier zeigen, und zwar anhand eines Modells, das auch Ingenieure nutzen. Der Blitz, den ich hier ausgewählt habe, ist ein großer Blitz. Er hat also eine große Reichweite, hier dargestellt durch diese große blaue Kugel. Und überall dort, wo die Kugel nun hier die Silhouette der Stadt berührt, da kann theoretisch der Blitz einschlagen. Ich kann die Kugel jetzt über die Stadt rollen. Und Sie sehen hier zum Beispiel, die Dächer sind bläulich. Also dort könnte ein großer Blitz einschlagen. Aber es gibt nicht nur große, sondern auch kleinere Blitze, wie zum Beispiel hier die rote Kugel, kleine Reichweite. Und es gibt manchmal Situationen, so wie hier, da reicht eben hier die Reichweite nicht aus, damit der Blitz zum Beispiel hier das Dach erreicht. Aber er kann direkt hier auf den Platz einschlagen. Also es gibt auch hier eine Möglichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, hier auf diesem Platz. Nun, das, was die Wissenschaftler machen, ist, dass sie diese Blitzkugeln über die Städte rollen. Und genau so bekommen sie dann ein Bild, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass der Blitz einschlägt. Und genau dort muss man dann zum Beispiel durch Blitzableiter eine entsprechende Vorkehrung machen. Nun, wenn Sie Lust haben, dann können Sie das auch spielen, und zwar interaktiv, dreidimensional. Sowas gibt es nur bei Quarks. Klicken Sie uns an unter www.quarks.de. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist wie gesagt gering. Doch im August 2006 sorgte ein folgenschweres Gewitter für Schlagzeilen. Sonntag, der 27. August 2006. Rund 10.000 Besucher sind auf dem Flugplatz Hangela bei Bonn zu einer Flugshow gekommen. Das Wetter ist wechselhaft mit sonnigen Abschnitten. Erst am Nachmittag ziehen von Westen dunkle Wolken auf. Für die Gäste kein Grund zur Beunruhigung. Das Wetter war schon nicht ganz so gut, aber ja, wir haben eben gedacht, was soll's, packt man sich den Schirm ein und geht doch raus. Der Satellitenfilm zeigt, nördlich von Aachen braut sich gegen 15 Uhr ein schweres Gewitter zusammen. Zug Richtung Hangela. Deutlicher wird das Ganze auf dem Regenradar. Rot bedeutet viel Regen, grün wenig.
Das Zentrum des Gewitters trifft genau auf den Flugplatz. Ja, ich habe einfach Angst bekommen. Das war mir unheimlich. Ich habe sowas, so ein Gewitter habe ich noch nicht erlebt, dass auch der Himmel so schwarz geworden ist. Die meisten Menschen denken aber auch jetzt nur daran, nicht nass zu werden. Sie suchen Schutz in Zelten und Hangars oder stellen sich einfach unter die Vordächer der Imbissbuden. Aber das Gewitter ist schneller als gedacht. Als es das Rollfeld erreicht, sind noch immer rund 100 Personen unter freiem Himmel. Zufällig filmt ein Zuschauer einen folgenschweren Blitz. Zwei Personen werden schwer, 16 weitere leicht verletzt. Der Mann lag eben gleich am Boden und die Frau, die ging ein paar Meter von dem Mann weg. Die habe ich aber dann auch liegen sehen. Und dann habe ich eben zu meinem Freund gesagt, der liegt da, da muss jemand hin, der liegt da, weil auch im Moment hier alle in verschiedene Richtungen liefen, alles bekam Panik, alles schrie. Eine Rekonstruktion der Blitze zeigt die typische schmale Spur einer einzelnen Gewitterzelle. Wenige Kilometer südlich hat es fast keinen Einschlag gegeben. Doch der Flugplatz wird gleich mehrfach getroffen. Der Blitz trifft zwar nur eine Person, aber über den feuchten Boden breitet sich eine enorme Spannung aus. Noch einige Meter entfernt erleiden 17 Menschen einen Stromschlag. Die am Boden liegende Frau muss reanimiert werden. Alle anderen kommen mit einem Schock davon. Wie sich später herausstellt, haben viele Gäste Glück gehabt. Denn die Zelte und die Dächer der Imbissbuden hätten sie nicht vor einem Blitzeinschlag oder vor der Spannung geschützt. Persönliche Konsequenzen. Ich werde bei einem Gewitter nicht mehr im Freien sein. Das weiß ich. Auf jeden Fall. Wenn ich irgendwo klingeln muss, dass mich jemand reinlässt. Aber das werde ich nicht mehr so, wie wir es eben getan haben, so auf die leichte Schulter nehmen, so nach dem Motto, das ist ja noch ziemlich weit weg, das schaffen wir noch. Das geht ganz schnell. Tragische Bilanz des Gewitters. Der vom Blitz getroffene Mann stirbt kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass auch die Zelte wahrscheinlich keinen Schutz vor einem Einschlag geboten hätten, denn dazu waren sie nicht ausreichend geerdet. Und auch der aufgespannte Regenschirm erhöht sogar das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden, denn der Regenschirm ist elektrisch leitend. Nun trotzdem, 2/3 aller Blitzopfer überleben. Denn meistens fließt der Strom über die Körperoberfläche ab. Die Opfer kommen zwar mit Verbrennungen der Haut davon, aber sie überleben. Doch in den anderen Fällen, also genau dann, wenn der Strom durch den Körper fließt, dann stirbt man. Und auf die Art und Weise sterben jedes Jahr in Deutschland etwa 3 bis 4 Menschen. Mit einem solchen sogenannten Marx-Generator kann man ebenfalls Blitze erzeugen. Das Prinzip dabei, hier sind lauter Kondensatoren, die sind in Reihe geschaltet. Also genau dadurch erreicht man dann Spannungen von, in dem Falle hier, 400.000 Volt. Und mit diesem Marx-Generator wollen wir ein Experiment machen. Und zwar wollen wir schauen, was passiert, wenn ein Mensch neben einem Baum steht und der Blitz schlägt ein. Dazu dimmen wir das Licht. Ich fahre jetzt die Anlage hoch und Sie sehen also jetzt hier Baum und Mensch. Und jetzt hat es eingeschlagen. So, das ging natürlich wahnsinnig schnell. Aber wenn wir uns genau diesen Zeitpunkt nochmal angucken, wo der Blitz einschlägt, sieht man etwas Erstaunliches. Und zwar, der Blitz schlägt zuerst in den Baum, aber dann vom Baum in den Menschen über. Und das Bild sollten Sie sich einprägen. Das ist also der klare Beweis dafür, dass man sich auch unter Bäumen nicht sicher fühlen darf vor Blitzen. Nun, Bäume tun es nicht. Die andere Frage ist, wie steht es mit Autos? Was passiert, wenn der Blitz ins Auto schlägt? Die Wettervorhersage war gut. Wie geschaffen für einen herrlich erholsamen Spaziergang über freie Felder. Doch dann kommt alles ganz anders.
Innerhalb weniger Minuten zieht ein Gewitter auf. Jetzt droht eine tödliche Gefahr. Zwischen Himmel und Erde entladen sich gewaltige Kräfte. Die Stromstärke liegt über 100.000 Ampere. Getroffen zu werden ist zwar weniger wahrscheinlich als 6 Richtige im Lotto. Auf freiem Feld ist es trotzdem besser, sich schnell in Sicherheit zu bringen. Vielleicht im Auto. Aber das besteht doch zum größten Teil aus Metall. Und Metall leitet den Strom am besten. Was passiert, wenn der Blitz in ein Auto schlägt? Ist man innen sicher? Im Grunde ist ein Auto nichts anderes als ein vollständig geschlossenes Metallgitter. Bei Blitzschlag schützt es deshalb wie ein Faradayscher Käfig. Physiker der Universität Köln zeigen uns, was im Innern eines solchen Käfigs unter Hochspannung passiert. Mithilfe einer Tesla-Spule werden sie Blitze erzeugen und so den Käfig unter Strom setzen. Die Forscher wählen eine Stromstärke, die bei einem Menschen schwere Verbrennungen hinterlassen könnte. Doch durch die geschlossene Konstruktion entsteht nur an der Oberfläche des Käfigs eine starke Ladung. Die komplette Spannung wird gleichmäßig über die Außenseite abgeleitet. Im Inneren entsteht kein elektrisches Feld. Nach demselben Prinzip schützen auch Flugzeuge und Blitzschutzanlagen an Gebäuden vor Blitzschlag. Das Auto bildet einen Faradayschen Käfig und leitet die Hochspannung eines Blitzes in den Boden ab. Allerdings kann das starke Magnetfeld im Motor die Bordelektronik des Autos beschädigen. Außerdem kann entstehende Hitze die Reifen verformen. Schlägt der Blitz während der Fahrt ein, entsteht die größte Gefahr durch die Blendung des Fahrers. Ansonsten ist das Auto ein sicherer Ort. Das Prinzip des Faraday-Käfigs gilt nicht nur für das Auto, sondern man nutzt es auch im Prinzip beim Blitzableiter. Der Blitzableiter wird immer an einer exponierten Stelle am Haus angebracht. Er fängt die Blitze ein und leitet sie dann über dicke Kabel an der Außenseite des Hauses zum Erdboden hin ab. Nun, der weitaus größte Teil der Schäden sind aber nicht die direkten Blitzeinschläge, sondern die indirekten Schäden, die sogenannten Überspannungsschäden. Wie die zustande kommen, muss man sich klar machen. Und zwar, jedes Mal, wenn es blitzt, fließt ein elektrischer Strom. Und jetzt kommt die Theorie dahinter, jedes Mal, wenn ein Strom fließt, erzeugt er ein Magnetfeld. Erinnern Sie sich noch an den Schulunterricht? Magnetfeld und Ströme haben was miteinander zu tun, denn nicht nur, wenn der Strom fließt, erzeugt er ein Magnetfeld. Auch wenn ich einen Magneten bewege, so wie hier, dann erzeuge ich in dieser Spule einen Strom. Sie sehen, das Gerät schlägt aus, man induziert also einen Strom. Und genau diese induzierten Ströme durch einen Blitzeinschlag können durchaus Schäden hervorrufen. Wie das genau abläuft, zeigen wir Ihnen in einem Trick. Ein Blitz richtet nicht nur dort Schaden an, wo er einschlägt. In bis zu 1 Kilometer Entfernung sind sämtliche elektronischen Geräte in Gefahr. Um den Blitz herum baut sich ein magnetisches Feld auf. Es kann noch in beträchtlicher Entfernung durch Häuserwände dringen. Elektrogeräte, Telefone, Heizungsanlagen sind im Haus mit Stromleitungen, Heizungs- und Wasserrohren verbunden. Sie bilden sogenannte Leiterkreise. Das Magnetfeld des Blitzes dringt durch diese Leiterkreise hindurch und induziert einen Strom, ähnlich wie bei einer elektrischen Spule. Der Stromstoß kann so heftig sein, dass die elektrischen Geräte dabei kaputt gehen. Die Überspannungsschäden sind gerade in den letzten Jahren immer mehr gestiegen, denn wir haben zu Hause immer mehr Elektronik. Computer, Videorekorder, Fernseher und so weiter. Sie sollten zu Hause mal prüfen, wie gut Ihre Versicherung den Überspannungsschaden abdeckt. Nun, Sie können auch etwas dagegen tun, zum Beispiel beim Elektriker fordern, dass Sie hier sogenannte Überspannungsableiter eingebaut bekommen oder bestimmte teure Geräte können Sie durch bestimmte Steckerleisten schützen, die ebenfalls einen Überspannungsschutz besitzen. Nun, so viel zu diesem Thema, aber
Bei Gewittern, bei Blitzen gibt es ja auch eine ganze Reihe von Volksweisheiten. Und die Frage ist, stimmen die ja oder nein? Wir haben von Quarks & Co. unseren mutigsten Mitarbeiter mitten ins Gewitter geschickt. In den frühen Nachmittagsstunden ist vereinzelt mit heftigen Gewittern zu rechnen. Beachten Sie deshalb folgende Hinweise. Meiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien. Ein Haus mit Blitzableiter bietet hingegen ausreichend Schutz. Ziehen Sie dennoch vorsichtshalber die Stecker Ihrer Elektrogeräte. Sollte kein Haus in der Nähe sein, sind Sie auch im Auto sicher. Nach dem Prinzip des Faradayschen Käfigs kann Ihnen der Blitz hier nichts anhaben. Sollte Sie das Gewitter in freier Natur überraschen, denken Sie an das alte Sprichwort. Eichen sollst du weichen, Fichtensuch mitnichten, Weiden sollst du meiden, aber Buchen sollst du... Unglücklicherweise ist bei Gewitter Baum gleich Baum, denn das alte Sprichwort ist leider falsch. Auch wenn bei einem Gewitter der Blitz einige Meter entfernt einschlägt, kann er noch lebensgefährlich sein. Schuld daran ist die sogenannte Schrittspannung. Diese breitet sich kreisförmig um die Einschlagstelle aus und verliert dabei an Stärke. Haben Sie gerade einen Schritt gemacht, gibt es zwischen Ihren Füßen einen Spannungsunterschied. Das bedeutet, es fließt Strom. Also, die Füße immer ganz dicht zusammenstellen. Meiden Sie bei Gewitter gefährliche Sportarten. Dazu gehört Reiten. Nicht nur, weil Sie ein erhöhtes Ziel abgeben, sondern weil Ihr Sportpartner eine hohe Schrittspannung aufweist. Zudem trägt ein Pferd leitendes Schuhwerk. Aber eine Sportart ist weitaus gefährlicher. In den USA fordert sie die meisten Todesopfer durch Blitzschlag. Golf. Jeder fünfte Blitztote in den USA wollte eben nur die Runde zu Ende spielen. Also, gehen Sie lieber erst dann raus, wenn sich das Gewitter verzogen hat. Dann können Ihnen die Gefahren der Natur so leicht nichts anhaben. Und mit noch einem Irrglauben können wir aufräumen. Der Energie der Blitze. Viele meinen nämlich, dass wenn man die Blitze einfangen könnte, dann wären die Energieprobleme gelöst. Aber dem ist nicht so. Wir haben es nämlich mal ausgerechnet. Die Energie, die in einem Blitz steckt, entspricht in etwa der Energie von 10 Litern Benzin. Und damit sind wir fast am Ende unserer Sendung. Aber wie immer gibt es natürlich noch unser Quarks-Skript zum Thema. Da können Sie dann alles genau nachlesen. Und dank der Gebühren ist es für Sie kostenlos. Beschriften Sie einen C5-Umschlag mit Ihrer Adresse und dem Vermerk Büchersendung. Frankieren Sie ihn mit 85 Cent. Nehmen Sie nun ein normales Briefkuvert und adressieren es an WDR, Quarks & Co., Stichwort der Sendung 50612 Köln. Darin senden Sie uns den Rückumschlag. Und neben dem Skript gibt es auch noch unser Podcast-Angebot. Sie können die Sendung also im Internet downloaden. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleiben Sie treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Nächste Woche geht bei Q21 das Licht aus. Zwei menschliche Versuchskaninchen leben mehrere Tage lang in völliger Dunkelheit. Wie kommen sie im Alltag zurecht? Beim Zähneputzen, Kaffee kochen oder Geschirrspülen? Finden sie noch den Weg zur Arbeit? Und können ihre Gehirne den Wegfall des Augenlichts durch Hören und Tasten ausgleichen? Die Antworten gibt es am kommenden Dienstag um 21 Uhr in Q21. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.